Für das Einzelfundament gehe ich hier auf Draufsicht und wähle mir hier in dem Fall die U-Form aus. Ich refreshe hier alles, um alle Längen auf 0,50 einzustellen. Ich kann zum Beispiel auch hier das Gleichlang jetzt deaktivieren und könnte das Ganze hier absetzen. Ich setze mal den Absetzpunkt hier an, wähle die Breite von dem Fall vielleicht 2 Meter. Ich kann hier unten meinen Umfang sehen. Ich habe jetzt 3 Meter Umfang verwendet hier, denn hier 2 Meter, nochmal einen halben Meter, nochmal einen halben Meter ergibt 3 und das ergibt einen Rest von minus 60. Das heißt, ich müsste 2 Pikaphile hier einsetzen, da ich hier im Minusbereich bin. Jetzt kann ich natürlich hier anfangen zu kürzen, zum Beispiel hier minus. Ich könnte jetzt hier auch eine mathematische Formel eingeben, zum Beispiel hier minus 0,6 geteilt durch 2 und hier auch minus 0,6 geteilt durch 2. Natürlich kann man das auch im Kopf rechnen, ist mir ganz klar. Aber jetzt habe ich hier zum Beispiel den Umfang von 2,40 m, wunderbar, und einen Rest von gar nichts. Und da habe ich jetzt dieses U hier so eingesetzt. Das lösche ich nochmal raus. Und jetzt werde ich noch meine Beschriftung auf 0 Grad setzen und das Ganze vielleicht hier ablegen. Schließe das Ganze und jetzt sehe ich auch hier mein Pikaphil. Die Höhe kann ich natürlich auch abändern. Hier ist jetzt ein Meter Höhe. Was haben wir denn hier für eine Höhe von diesem Fundamental? Das ist auf 80 cm. Also 0,8 eingeben. Die Höhe könnt ihr selbst noch eingeben. Ich gehe jetzt einfach mal auf 0. Aber im Endeffekt müsste ich jetzt hier auf minus 94 gehen. Schließe das Ganze und habe jetzt hier auch mein Pikaphil verlegt. Ich übernehme genau dieses Pikaphil mit Doppelrechtsklick. Oder ich möchte es vielleicht genau da oben rauf spiegeln. Dann gehe ich mit Kopieren und Spiegeln vor. Klicke zum Beispiel entweder das Pikaphil oder den Text einmal an. Dann den Mittelpunkt hier draufbleiben. Rechtsklick Mittelpunkt. Und bis zur Endkante hier. Und jetzt drehe ich das einmal so rum und habe auch hier diese Position 2 verlegt. Ist denn die Position 2? Ne, die habe ich hier. Das heißt, ich muss auch hier nochmal abspeichern. Position 3 übergeben. Schließen, speichern, schließen. Jetzt möchte ich das überall aktualisieren mit jedem identischen Smartpart. Dann zeige ich mir die, lasse ich mir die anzeigen und sage in dem Fall ja. Und jetzt habe ich hier die Position 3. Ich reaktiviere wieder dieses Pikaphil und möchte jetzt eine I-Form, und die brauche ich auf, wie viel sind denn das, auch 2 Meter. Also gebe ich hier die Länge von 2 Meter ein, kontrolliere noch einmal die Höhe und kann das Ganze jetzt hier so einfügen, und die Positionsbeschriftung setze ich vielleicht hier hin und wieder auf 90 Grad. Oder vielleicht auch hier außen. Vielleicht wird auch hier eine kleine U-Form gewählt. Das weiß ich jetzt nicht sicher. Und, Moment, wir haben die Beschriftung jetzt wieder mit Füllfläche hinterlegt. Deswegen machen wir es so. Und auch hier könnte ich jetzt wieder das Ganze rüberspiegeln. In dem Fall behelfe ich mich einfach mit Kopieren von hier nach hier. Wieder reaktivieren und die Beschriftung einmal hier absetzen. Dann passt das. Nein. Und jetzt haben wir hier unser Pikaphil auch im Einzelfundament. Hoppala. So, jetzt könnte es noch sein, dass wir zum Beispiel hier wollen wir eigentlich noch zuweisen, zu welchem Bauteil es gehört. Es gehört zum Fundament 16. Das haben wir jetzt zum Beispiel vergessen. Jetzt könnten wir zum Beispiel hergehen, in eine Position 3 reingehen und hier die Fundament 16 einmal eintippen. Über Attributübergabe mache ich ein eigenes Video. So, jetzt haben wir erstmal Streifen verlegt und Einzelfundamente.